Für Prothesen begann Heinz Trebin sich schon zu interessieren, als er nach dem Abitur einen Beruf suchte, mit dem er in Krisengebieten die Menschen sinnvoll unterstützen konnte. Er wollte in der Entwicklungshilfe tätig sein, das stand schon früh fest. Tatsächlich ging er unmittelbar nach seinem Abschluss als Orthopädie-Technikmeister nach Tansania. Und es irritiert ihn bis zum heutigen Tage, dass man damals helle Umhüllungen für Fußprothesen nach Afrika schickte. Am Anfang war es so, da waren natürlich sehr viele Spenden und das waren dann meistens weiße Füße. Und die wurden, obwohl die Prothesen gut waren, abgelehnt von den Leuten, weil die gesagt haben, also ich fühle mich nicht wohl, ich identifiziere mich nicht. Und da ist es dann ganz, ganz wichtig, wirklich Füße zu haben, die eben der Hautfarbe der Menschen entsprechen. Trebins Werkstatt in Kempten ist technisch auf dem neuesten Stand. In der computergestützten Analysestation zeichnen 4 Kameras die Körperbewegung detailliert auf. Okay, ja, das sieht gut aus von der Geschwindigkeit. So können Fehlstellungen bei einer neuen Prothese wissenschaftlich präzise korrigiert werden. Jetzt wollte ich dir gerade mal zeigen, wie es aussieht. Sehr gut. Der Proband Peter Walcher kennt Heinz Trebin schon lange und ist selbst schon ein bisschen Fachmann in eigener Sache geworden, nachdem er schon als 4-jähriger Junge nach einem LKW-Unfall selbst eine Prothese brauchte. Er testet bereitwillig neue Gehhilfen, darunter auch viele, die Trebin selbst weiterentwickelt hat. Und er weiß die Beratung durch den Fachmann und Freund sehr zu schätzen. Ohne die kommt man mit einer neuen Technik überhaupt nicht zurecht. Man braucht immer die Leute, die in der Entwicklung dort mit dabei sind und die auch kleinste Nuancen an Kritik, die man äußert als Anwender, umsetzen können. Seine praktischen Erfahrungen sammelte Trebin weltweit in Krisen- und Katastrophengebieten. Und an wirklich jedem Ort, an dem er als Entwicklungshelfer geschickt wurde, half er nicht nur Verletzten, sondern bildete auch Einheimische zu Orthopädie-Technikern aus. So auch in Pakistan. 1988 war das, als zufällig ein Fernsehteam den damals 28-Jährigen begleitete. Das war das erste Projekt, das ich selbstständig leiten durfte. Und das hat mir sehr, sehr viel klinische Erfahrung gegeben. War eine sehr schwere Zeit, muss ich sagen, auch was jetzt die Gesellschaft betrifft. Keine leichten Umstände. Es folgten weitere Aufenthalte in Ländern, in denen es vor allem um die Versorgung von Opfern von Landminen ging, wie Vietnam, Kambodscha und Angola. Danach konnte er endlich mal länger in einem Land bleiben, nämlich 15 Jahre in El Salvador. Hier gelang es ihm sogar mit seinem Know-how an der örtlichen Universität Don Bosco ein internationales Orthopädie-Seminar einzurichten. Außerdem fand er in El Salvador auch sein privates Glück. Ehefrau Patricia, Sohn Patrick und Tochter Frieda hier mit ihrer Cousine. Mit ihnen lebt er erst seit 5 Jahren wieder in Kempten, ganz nah bei der Werkstatt mit 30 Mitarbeitern. Es ist ja verblüffend viel Handarbeit bis zur perfekt sitzenden Prothese. Was ist es, was Heinz Trebin an dieser Arbeit immer noch so begeistert? Mich treibt wirklich an, dass ich in der Erfahrung, die ich gemacht habe in Entwicklungsländern, gesehen habe, dass ich wirklich was verändern kann dort. Also das ist schon sehr, sehr motivierend. So schwierig es auch ist oftmals, aber es gibt einem eine sehr große Befriedigung. Er ist als Experte und Gutachter gefragt, aber glücklich ist er, wenn ein Verletzter wieder mit beiden Beinen im Leben steht.